fahrt weiter, nicht anhalten. Warum? Hier ist Polizei, weiter, der guckt schon, der guckt schon. Ja? Die kommen, ja, ja. Ja, dann fahren wir weiter. Geht nicht. Ja, ist okay? Ja, hier? Ah, this way? Perfect. Also, ich hab gesagt, da vorne und da können wir uns dann wahrscheinlich durchsetzen. Ah, die, weißt du, die Polizei hat uns ja schon gesehen, als wir die blöde Gasse darunter gekommen sind. Und da hast du schon gemerkt, ich habe mich abgeschnallt, wieder angeschnallt, weil der Polizist kam und dachte, oh, das ist jetzt kacke, ey. Aber ich will mich damit noch nicht zufrieden geben, ne? Ich will das durchziehen, ist mir scheißegal. Mach ich völlig ernst. Also ich will das jetzt machen. Komm, wir gucken nochmal. Es ist brutal heiß, wir haben Sebastian verloren, ich hatte mein Handy nicht dabei, ich konnte also nicht suchen, deswegen bist du gerade eingesprungen und das fand ich mega. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie auf diesen Parkplatz kommen. Aber der Mann sagte ja hier vorne rechts. Aber wir sind am Hafen angekommen. Das war totaler Orientierungsverlust. Und richtig, ey, das ist unglaublich. Also es ist fast so schlimm wie in Monaco. Du kannst hier nirgendwo halten. Das Verrückte ist, wir hatten hier anders als in Monaco halt ganz viel auch Polizei, die hier ständig durch die Gegend läuft und dich sofort weiterschickt. Und sind drei Beamte hinterher gelaufen. Und die haben uns die ganze Zeit verfolgt. Deswegen, wir hatten erst so einen Abonnementparkplatz gefunden, da durften wir nicht drauf. Dann auch so ein Invited-Only-Ding irgendwie. Und jetzt sind wir hier an so einem Public Parking Space irgendwie, zumindest im Yachthafen angekommen. Ja, das hat uns jetzt aber eine Stunde, anderthalb gekostet, von Entering Stadt hier, bis wir jetzt hier letztendlich stehen. Also war schon crazy. Saint-Tropez ist der erste Ort, wo wir ein bisschen Struggle hatten. Wir hatten ja nie Probleme, das muss man ja genauso sagen. Es ist ja immer, wir wurden immer freundlich begrüßt. Aber hier waren die Polizisten nett. Also auch da, wirklich, kann man nicht anders sagen. Aber halt auch bestimmend, indem dass wir nicht hier bleiben dürfen. Wir sind jetzt doch hier. Aber Sebastian, der muss sich erstmal ausruhen, der ist fertig. Also es war wirklich stressig hier. Wir wurden von jedem vertrieben, wenn man es nur so vorstellen kann. Also das hier ist echt ein anderes Level. Aber ich lasse mich da trotzdem nicht von unterbringen. Den Schriftzug habe ich drauf. Und weil ich ja irgendwie eine Erinnerung vom Poesiealbum ins Poesiealbum haben will, werde ich jetzt einfach die Kulisse hier nehmen und hau das aufs Auto drauf. Also das heißt, wir machen das Beste raus. David, nur für dich. Guck mal hier, wie wir im Stau stehen. Ich hab mir gerade gedacht, die Jungs, Mädels brauchen bestimmt was zu trinken. Wir verteilen die jetzt mal hier an der Mautstelle. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit dem Papa mit. Wir haben es noch geschafft, aber wir machen den ganzen Kram hier, obwohl wir es überhaupt nicht dürfen. Er hat gerade vorne an einem Eingang gesagt, ey, macht es nicht, die Polizei wird sofort kommen. Aber die Sprüche kennen wir ja alle, oder? Jetzt haben wir es 8 Uhr. Also wir sind seitdem nur unterwegs, nur on the road, hier gemalt, da gemalt, nichts gegessen, haben ein bisschen was an Getränken dabei gehabt, aber ja, wir hauen einfach weiter durch, wir ziehen weiter dran und gucken, dass wir das hier an dem Spot jetzt noch fertig kriegen. Und morgen hat René einen fixen Einsatz, den er noch schnell machen muss und dann machen wir uns durch Frankreich auf den Weg zurück nach Deutschland und dann hören wir uns am Samstag live bei Sunshine Live im Radio zu dem Thema. Also ich bin völlig Matsche. Ja, me too. Mega langer Tag. Wir standen im Stau, wir waren in wirklich überall. Nizza, Saint-Tropez, Yachthafen hier, Yachthafen da. Und das Krasseste fand ich einfach Verkehr in Frankreich. Also wenn, egal wo du auf der Welt Auto gefahren bist, bin auch schon einigen
Flecken dieser Erde Auto gefahren. Frankreich ist einfach, weil die hängen nicht an ihrem Leben und die hängen nicht an ihren Autos. Das ist das komplett. Ja, das ist einfach so. Ja, und wir haben heute erfahren, ich muss morgen wieder zurückfliegen, muss dringend einen Job machen da drüben. Das heißt, wir sagen heute Tschüss, Auto ist ready und dann sehen wir uns in Deutschland.